Willkommen zurück zu unserem EM-Orakel 2016 mit Kroatien gegen Spanien. Spanien ist leider schon raus. Und Ja. Kroatien sind, glaube ich, durch, ne? Ja, genau. Die haben zwei Spiele gewonnen, Es relativ. geht hier, es geht hier nur noch um die, ja, um die Kosmetik. Um die Ehre für die Spanier. Die sind schon ausgeschieden. Ja, die haben 0 Punkte, das ist vorbei. Ja. Da gibt's ähnlich keine Ehre mehr. Wie bei der Weltmeisterschaft. Die sind auch ganz schnell raus. Genau, die spanischen Tiki-Taka-Jahre. Und sieht doch schon mal gut aus. Kann Junge, man auch mal Junge, mehr Junge. Draus machen. Alles klar. Ganz langsam mal ein Spiel anfinden hier. Oh, so nicht. Boah, wer hat sich für den falschen Laufweg oder für den falschen Passweg entschieden? Je nachdem, wie man es drehen will. Aber ich muss sagen, Lolito, Lolito, er macht's hier. Den hattest du, glaube ich, nicht aufgestellt, ne? Nee, ich glaube nicht. War eine Fehlentscheidung. Pedro mit einem leichten Grafikbug. Hat er auf einmal schwarze Arme. Oder hat er ein schwarz Leibchen geworden. An? Könnte auch sein. Jo, was für ein Fehlpass! Pedro hier. Und den entscheidenden Pass gespielt. Mit einer tänzerischen Einlage. Zack. Hinten sehe ich doch einen. Andrew Busca. Ah ja, okay. Man darf gespannt sein. Ob sie jetzt hier auf einmal aufdrehen und ihr wahres Gesicht zeigen. Ja, aber zeigen. Es ist zu spät. Es ist zu spät, ja. Weil ich fühle sich die Kroaten auch so sicher, dass sie eh nichts mehr machen müssen. Wenn die Kroaten 100%ig weiter. Das stimmt. Piqué. Tja. Man darf. Da läuft er natürlich doch rein, ey. Was hier noch so passiert. Mann, ist es abseits. Der sollte auch schon 700 Mal da hochpassen, ey. Und hat sich immer dafür entschieden, lieber wieder zu dem anderen rüberzulegen. Das war. Ehrlicher, als ich erst dachte. Da sieht man auch direkt, wieso sie schon ausgeschieden sind, ey. Ja, aber die Verteidigung steht. Ja, bis jetzt. Wupp. Jo, gib dir noch direkt den Ball wieder. Oh, aber du kriegst ihn wieder zurück von mir. Weil ich ein netter Typ bin. Sehr freundlich von dir. Boah. Oh. Dann wieder den Freistoß, oder was? Nee, wir hatten es schlecht angenommen. Achso. Ach, mit dem Freistoß aus dieser Distanz kann ich nur direkt machen. Und du legst ihn nach hinten ab. Jo, ich schieß nach vorne und er legt nach hinten, ey. Das ist genial. Was? Du hast meinen. Ich bin einfach festgehalten. So, Sergio Ramos. Diego Costa. Da an. Weiß, es war jetzt schon dreimal Handspiel gefühlt. Oh, der Pedro! Mann, Mann, Mann. Hier ist keiner. Nach diesem einen Tor geht nicht mehr viel. Muss Toll. Man sagen. Hey, ich hab da unten gedrückt, nicht nach vorne, nach unten! Manche fragen mich echt, wo die hinpassen. Ja. Das ist nicht ganz so schön. Oh, jetzt die Diego Costa auf der Außenbahn. Um auch immer. Am Dancen, bisschen am Abziehen, ein bisschen an die Latte. Das war wegfeuern. Ja, Alter, wieso legst du den denn so weit vor, wenn du den nur annehmen sollst, damit du weiterpassen kannst? Oh. Schon wieder! Die sollten direkt weiterpassen, aber nein, erstmal vorlegen. Erstmal vorlegen. Jo, der hat sich jetzt einfach nur noch hingeschmissen. Was war? Nein, das war ein Ball. Nein, das schauen wir uns mal, ob das wirklich Ball war. Vom Hossam. Also von meiner Sicht aus sah das aus wie Ball.
Jo, der Kunde steht nicht im Bild. So gar nicht. Ich hab nichts gesehen. Ich auch nicht. So, was haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier mit dir? Hat der Spanien eigentlich tonnenweise stärker als jetzt die hier, dann finde ich es ein bisschen schlecht, was sie gerade abschläfe. Ja. Ich schieße jetzt einfach mit Pedro. War ungefähr nach da. Oh. Zu weit nach links. Ja. Mann. Beide daneben gehechtet. Wetter. Bei dem habe ich auch noch gar nichts gesehen, dieses Spiel, muss ich sagen. Okay. Man macht einen auf Özil halt. Ja. Obwohl jetzt Özil richtig was geleistet hat im letzten Spiel. Oh! Also. Aber egal. Hebt sich den Ball zu weit vor. Ball, spielt sie dann. Nett. Bah. Abseits. Deswegen habe ich ihn zu Pedro gespielt. War aber frei. Meine Leute, die aber. Ja, das Problem ist, deine Leute sind schneller als meine. Ja. Glück. Mann, aber das sind Pässe hier. Das, die trotzdem durchkommen. Das kannst du ja keinem antun hier, dieses Spiel. Ah, er ist durch. Was macht denn der? Was war das für ein Schuss, Junge? Mann, gestern. Der Ballannahme. Lauf. Lauft. Boah, da sieht man auch, wieso die Kroaten schon durch sind. Da sieht man, wieso die Kroaten schon durch sind, ey. Da hat man gerade spielerisches Können gezeigt. Ja. So schnell kann das gehen. Die Spanier einfach keine Lust hier. Offensichtlich. Oh, gegen die Latte. Ja. Da haben die Spanier einfach keine Lust. Oh, das war. War ein ganz schlechtes. Ja, jetzt pfeift er ab. Ja, da hätte er auch den direkt abpfeifen können. Ich finde das schon gut so. So, die Spanier hat viel mehr Ballbesitz und. Viel mehr von allen eigentlich. Wir machen jetzt hier einen Ballwechsel. Der spanische Trainer ist sauer. Ja, sauer ist er nicht. So. Aber ob das was hilft. Leo Costa runter hier. Er ist nur am rumeideln. Nein, brauchen wir nicht. Leute, die richtig anpacken. Ach, ich habe noch eine bessere Idee eigentlich. Ja? Die kann ich erst gleich umsetzen. Mann, was sind denn das für Scheißpässe hier? Bleiben ja beim Zuschauen. Und meine auch gerade beschissen. Boah. Der war auch kacke, der Hackentrick da. Das tut einem ja beim Zuschauen schon weh. Ja, jetzt legt er ihn nochmal auf. Boah, da ist er drinne. Da legt er den wieder auf. Deswegen einfach. Sind sie durch. Deswegen sind sie Führung. Ja. Die Kroaten. Deswegen sind sie Tabellenführer. Weil sie einfach da stehen. 9 Punkte haben sie jetzt. Also Spanier 0. Verdienen muss. Das passt vielleicht besser zu ihm. So, fuck, jetzt muss ich also wieder einstellen. Kann ich nochmal? Ja, kannst du. 3. So knapp. Also ist alles offen. Ja, mal gucken, ob die Spanier. Die Spanier jetzt kommen halt schnell durch. Jetzt hier ein Comeback. Aber technisch sind die anderen gerade besser. Was liegt denn der da? Weil du den umgetreten hast. Echt? Ja. Das war doch mal keine Absicht. Oh,
Aber der Goli? Der Goli hält gerade, das ist wichtig. Der wirft sich da rein, ey. Bester Mann. Der hat keine Lust, das Ding jetzt. Das war der Abseits. Mann, du Lusche, was bist du denn für einer? Ich dachte, das wäre Abseits. Ey, der war ich hab sogar gehofft. Ja, das dachte ich mir. Aber nur weil du hoffst, dass es Abseits war. Ja, mit der Hacke. Mal. Mann, das sind aber auch Pässe wieder. Wat? Wat? Was machen deine Leute denn da? Die haben sich gegenseitig ausgespielt. Ja, woher soll ich denn das wissen? Oh. Der läuft einfach immer weiter und immer weiter, wenn der Ball weg ist. Das muss jetzt aber ein Tor werden. Oh, nein, 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 nein. Alejon, noch schneller. Jetzt leg den doch nach innen ab, wie du solltest, ey. Da geht keiner zum Ball. What? Was ist denn hier los, Alter? Und weg das Ding hier. Was für eine Clown-Fiesta. Oh, schade. Ich dachte, den krieg ich. Ja. Fuck. Gas. Meine Fresse, Alter. Das sind Pässe. Diese spielen zu Spielern, zu Mitspielern, wo die überhaupt nicht hinspielen sollen. Oh, schade. Eigentlich. Der hat genau angeschossen. Ja. Jo, da auch wieder. Okay. Oh, der ist durch. Oh, der schießt wieder so eine Scheiße zusammen. Ey. Der Keeper ist aber auch gerade ein Mann, ey. Ja. Oh. Nein. Was? Wieso dreht er sich denn noch 700 Mal um die eigene Achse? Ja, klar. Statt den Ball einfach rüberzulegen. Oh! Also das war schon hart an der Grenze. Alter. Warum läuft der denn nicht zum Ball? Nein, 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 nein. Oh Gott, der ist durch. Oh, ja, das war klar. War nur eine Frage der Zeit, bis er jetzt klingelt. Ja. Da war auch durch die ganze Zeit schon. Das war jetzt mein Ball, der auch rein musste. Weil. Nolito. Den habe ich eben schon so gescholten, den Typen. Aber es ist ein spannendes und offenes Spiel, muss man sagen. Ja. Ich muss aber sagen, die Kroaten müssen sich nicht mal anstrengen, eigentlich. Die sind ja durch. Sind ja eigentlich auch durch, ja. Aber Gewinn ist trotzdem schön. Ja, das stimmt. Gibt doch mehr Geld. Ja, bei den Deutschen, da haben sie doch diese Rechnung aufgestellt, ne? Dass die mehr, dass der DFB, also der mehr Geld bekommt, wenn wir nur Zweiter werden oder so. Boah. Du sollst die ganze Zeit zu dem Spruch spielen hier zum Iniesta. Boah, die Alba jetzt hier. Er ist auch ein Spiel. Weil der hat keinen, wo er ihn ablegen kann, weil die einfach. Die ist gemauert. Oh, warum rutscht der da weg? Was ist denn das für eine Aktion? Das war ein klares Tor, ey. Ja, der ist zu langsam. Meiner, ja. Oh, Mann, und dann spielt er so einen Scheißpass. Boah, was war denn das? Das ist kein Foul! Der gibt. Das ist kein Foul! Da kommt der an und gibt mir einfach einen Dropkick, ey. Wieso war denn das kein Foul von dir? Von mir? Ich war zuerst am Ball! Du hast meinen Spieler einfach niedergetreten. Naja, okay, ein Punkt. Unentschieden, damit sind sie trotzdem Führung, oder? Ja, 7 Punkte haben sie. Die Spanier haben einen mickrigen Punkt. Aber auch nur mit gerade so noch geschafft, den einen einzigen Punkt. Ja, das stimmt. Boah, das war heute so hart, ey. War ein hartes Spiel. Na okay, wir sind gespannt, ob die Spanier wirklich ausscheiden.
Und das so früh. Wir kriegen so ein paar Pokal. Den habt ihr eindeutig mit einem Punkt verdient. Der Verliererpokal ist das. Ja, das ist der Freundschaftsspielmeister, weil sie nämlich den anderen die ganze Zeit die Punkte gegeben haben. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, tschüss.